Hi zusammen und herzlich willkommen hier zurück auf Andi Zockt. Ich weiß, hat eine Weile gedauert, bis ich wieder auf diesem Kanal was hochgeladen habe. Die vergangenen Tage, Wochen waren sehr anstrengend. Ich hatte wenig Zeit, mal außerhalb der Reihe ein bisschen was zu spielen. Aber jetzt bin ich wieder hier und wir spielen heute mal einen absoluten Klassiker, nämlich Hotel Mario für den Philips CD-i. Und ja, ich habe das Spiel schon mal gespielt und ich finde es ehrlich gesagt ganz nett. Und ich dachte mir, das wird heute ganz interessant. Deshalb sind wir hier auch gerade schon im Homescreen vom Philips CD-i. Ich spiele auf der Röhre, nehme das Ganze in bester RGB-Qualität für euch auf. Und jetzt legen wir los mit Hotel Mario für den Philips CD-i. Viel Spaß! So, es geht los und vielleicht mal ein Wort dazu, wie ich spiele, ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Der ominöse CD-i-Controller, das war mehr eine Fernbedienung als Controller, der eignet sich natürlich relativ schlecht zum Spielen. Es geht, ist aber fürchterlich, übrigens von Fantasy Factory das Spiel. Ich spiele mit dem 8-Bit-Sto SN30 Pro Controller, der ist deutlich besser für Videospiele geeignet und ja, das alles dank einem Bluetooth-Adapter. Aber egal, es geht los, das ist das Intro. Die Nintendo-Spiele sind ja berüchtigt für diese Intros. Wir sehen Mario und Luigi. Dear pesky plumbers, the Koopalings and I have taken over the Mushroom Kingdom. The princess is now a permanent guest at one of my 7 Koopa hotels. I dare you to find her if you can. Gotta find the princess. And you gotta help us. If you need instructions on how to get through the hotel, check out the enclosed instruction book. So, das war tatsächlich das Intro zu Hotel Mario. Also ihr habt es gehört, Bowser hat das Pilzkönigreich übernommen und hat Prinzessin Peach in eines seiner Hotels, in eines seiner 7 Hotels als Dauergast eingeladen. Und wir müssen es natürlich erstmal finden, sie finden, gucken, in welchem Hotel die Prinzessin denn steckt. Und das tun wir, indem wir eben von Hotel zu Hotel gehen und dort die Türen schließen. Ja, das ist tatsächlich die ganze Prämisse. Das ist noch ein kleines Video. Also englische Sprachausgabe. Und ist sogar tatsächlich von Nintendo lizenziert. Steht doch auf der Verpackung, licensed by Nintendo, so Stage 1. Und hier seht ihr das Spiel. Also ich spiele Mario, kann mich jetzt hier bewegen auf ja, Steuerkreuz oder eben in dem Fall auf den Analogstick, ist eigentlich egal. Ich glaube, in dem Steuerkreuz geht es ein bisschen besser. Und ich kann mit einem Button die Türen schließen und mit dem anderen Button hier springen. Oben läuft ein Timer, das heißt, ich habe nicht allzu viel Zeit. Ich muss jetzt also mit dem Aufzug ins höhere Stockwerk fahren. Hier die Tür schließen, auf die Gegner kann ich springen und ich muss ehrlich zugeben, also mal kurz auf die Bildqualität zu sprechen zu kommen, das Ganze sieht in RGB richtig gut aus, das CD-i hat von Haus aus ein RGB-Signal, man muss ihn also nicht irgendwie modden oder so, einfach nur ein gutes RGB-Kabel dran. Hier seht ihr, ich kann also im Aufzug stehen bleiben, sodass mich der Gegner nicht erwischt. Wenn mich nämlich der Koopa hier berührt, dann ist das Level vorbei und ich muss von vorne anfangen. Ich habe alle Türen geschlossen und gehe ins nächste Level über. Es gibt verschiedene Level in jedem Hotel und am Ende eines Hotels wartet dann auch ein Endboss. So, man braucht streng genommen nur 2 Buttons zum Spielen, springen und Türen zu machen. Das ist quasi, weil die Fernbedienung, der offizielle Controller, auch nur 2 Action-Buttons hatte. Und jetzt geht es weiter. Stage 2. Und man würde jetzt sagen, oh Gott, das ist das schlechteste Mario-Spiel. Und das stimmt vielleicht auch. Aber es ist nicht das schlechteste Puzzle-Spiel. Kennt ihr noch diese Mickey Mouse, Mickey's Magical Castle, glaube ich, hieß das damals auf dem Game Boy? Wo ihr mit Mickey Mouse auch in einem Schloss unterwegs wart. Ich glaube, das gab es auch mit Bugs Bunny. Und dann diverse Schlüssel suchen musstet. In ähnlichen Stages. So in etwa ist Hotel Mario auch aufgebaut. Und falls ich mich ein bisschen komisch anhöre, dann müsst ihr das bitte entschuldigen. Ich habe nämlich Reizhusten.
Und das ist dann nicht so einfach zu sprechen und dabei den Hustenreiz zu unterdrücken. Also ich gebe mein Bestes, sollte ich aber dann nochmal kurz husten, dann wie gesagt, wisst ihr, was abgeht. So, Stage 2 ist auch geschafft. Und ich bin ehrlich, ich habe das Spiel noch nicht so lange gespielt, dass ich zumindest ein Hotel geschafft habe. Ich weiß also nicht, wie viele Stages so ein Hotel hat. Wir spielen jetzt einfach mal ein paar. Und schauen uns mal an, ob vielleicht jetzt demnächst auch neue Gegner kommen. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Das Spiel hat übrigens auch einen Zwei-Spieler-Modus. Also so ähnlich wie die Mario-Spiele damals auf Nintendo und Super Nintendo. Wenn man dann selbst mit einem zweiten Spieler spielt, kann man sich mit dem Controller abwechseln und der zweite Spieler übernimmt dann die Rolle von Luigi und darf dann eben, nachdem Spieler 1 einen Versuch gemacht hat, eben auch ran. Habe ich übrigens auch schon gespielt mit einem Kumpel die Tage, aber da hatten wir noch nicht den Bluetooth-Adapter und mussten das mit dem Original Philips Fernbedienungskontroller spielen. Das war dann schon ein bisschen tricky. Aber hier seht ihr, zack, man muss also noch nicht einmal alle Gegner besiegen, sondern Ziel ist hier tatsächlich einfach nur die Türen zu schließen. Und ich habe vorhin einen Pilz eingesammelt, einen blauen Pilz, und dieser gibt mir quasi einen extra Hit. Das heißt, normalerweise hat man hier einen One-Hit-Kill, also berührt man einen Gegner, ist man hinüber. Der Pilz gewährt euch quasi einen Bonus-Hit. So, also, nächstes Level. Auch hier Türen zumachen. Ich glaube, dass es später auch Gegner gibt, die halt ein bisschen größer sind und die Gegner neigen dazu, die Tür noch wieder zuzumachen. Also, ach Quatsch, aufzumachen. Das heißt, wenn man jetzt eine Tür zumacht, die Gegner auf diesem Flur aber nicht besiegt, sondern weitergeht, kann es eben passieren, dass der Gegner zu einer Tür geht und diese dann wieder aufsperrt. Und dann muss man eben wieder nach unten fahren und die Tür zumachen. Das ist im Endeffekt die ganze Prämisse bei Hotel Mario. Da sehen wir jetzt mal auch einen Koopa. Aber der ist auch kein Hindernis, ein Sprung. Und der ist auch hinüber. Und das war es eben mit der vierten Stage. Also, so bescheuert sich das anhört, in einem Mario-Spiel einfach Türen zu schließen. So ehrlich muss man sein und sagen, dass Hotel Mario sogar gar nicht das schlechteste CDI-Spiel ist. Nicht das schlechteste Puzzle-Spiel. Es ist wahrscheinlich das schlechteste Mario-Spiel, ja. Aber das liegt einfach nur daran, dass eben die Mario-Spiele auf anderen Konsolen natürlich deutlich besser, weil eben anders sind. Aber wenn ich es entscheiden müsste, ob ich Hotel Mario spielen wollen würde oder sowas wie Mario is Missing auf dem Super Nintendo, ja. Oh Gott, dann würde ich definitiv Hotel Mario nehmen. So. Es ist, wenn man es als Puzzlespiel betrachtet, gar nicht so verkehrt, glaube ich. Das einzige Blöde ist, aber das kann jetzt der CDI da kann auch das Spiel nichts für. Wenn man jetzt diesen Bluetooth-Adapter benutzt, wie in meinem Fall, dann ist es halt so, dass der Sprungbutton auf Y gemappt ist. Also es ist ein bisschen umständlich, weil in diesen Spielen springt man normalerweise auf entweder B oder A. Ist hier in dem Fall dann nicht so und deshalb muss man sich so ein bisschen umorientieren, wenn man das eben mit einem normalen Gamepad spielt. Aber nichts, was man nicht nach so zwei, drei Stages im Blut hat. Und ihr seht, ich bin jetzt in Stage Nummer 6 gleich. So. Ich habe übrigens auch die Zelda-Spiele für den CDI, die drei ominösen. Link, Phases of Evil, Zelda, The Wand of Gamelon und Zelda's Adventure. Und mal gucken, wenn ihr Bock habt, dann schreibt das in die Kommentare unter dieses Video. Und ich erbarme mich vielleicht und spiele die Zelda-Spiele auch mal in einem Andi-Zockt-Video an. Und was den CDI an sich angeht, ich habe ihn mir gekauft, wegen diversen Gründen. Also, zum einen hatte ich damals mal einen CDI, aber der lief nicht sonderlich und ich hatte noch einen beschisseneren Controller als den, den ich hier euch vorhin gezeigt habe. Daher, jetzt muss ich mal gucken, wie ich den hier besiege. Aha, ich habe ihn berührt. Ich darf ihm nur auf den Kopf springen. Seht ihr, ich habe versucht, auf den Körper zu springen, habe ein Leben verloren. Also gut zu wissen, dass man bei der Raupe eben auf den Kopf springen muss. Wie gesagt, ich hatte schon mal ein CDI, da hatte ich einen echt schrecklichen Controller und ich hatte die falschen Spiele dafür. Ja, ich hatte Hotel Mario und dann so ein paar, ja, ich weiß gar nicht, was das ist, so Interactive Software nenne ich es mal. Noch nicht mal Spiele, sondern so richtig komische Lehrvideos und so weiter. Und das hat mich damals halt überhaupt nicht begeistert. Jetzt habe ich mich aber, als ich den 3DO gekauft hatte, wieder so ein bisschen mit dem Spiel, mit dem CDI beschäftigt. Und muss sagen, wenn man die richtigen Spiele darauf spielt. Und das ist nicht einfach, vernünftige Spiele für den CDI zu finden, aber es gibt sie, kann ich euch sagen. Ich habe nämlich ein paar schon in der Sammlung.
So, schaut mal. Dieses blöde Ding da hat gerade wieder eine Tür geöffnet, weil es wieder aus einer Tür hervorgekommen ist. Das heißt, ich muss jetzt wieder runterfahren und dieses Vieh besiegen. So, da habe ich noch eine Tür vergessen, ehrlich gesagt. Und jetzt, wo ich eben diesen Bluetooth-Adapter habe und dann auch noch... Oh, das war falsch. Ach, Kacke. Und dann auch noch ein paar vernünftige Spiele für den CDR gefunden habe, wie Burning Cycle, wie Tetris, wie ein Hotel Mario und ein paar andere, die ich euch gerne mal vorstellen mag. Sieh da, habe ich Spaß mit dem CDI. Also es hat auch gute Fassungen von Space Ace bekommen, von Dragon Slayer. Man muss halt nur so ein bisschen graben beim CDI, um gute Titel zu finden. Und ich glaube, ich habe Bock auf einen Aufstieg und Fall, wobei es gab eigentlich keinen Aufstieg, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe Bock auf eine Doku zum Philips CDI und ich glaube, die wird kommen. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe ja mir auch vor kurzem ein 3DO gekauft, wisst ihr, weil ich euch ja auch Need for Speed auf dem 3DO gezeigt habe. Zum 3DO wird das auch ein Video geben, wahrscheinlich auch eine Doku, weil ich da ungemein Bock drauf habe. Und wenn ich einmal die 3DO-Doku fertig habe, dann werde ich mich definitiv auch dem CDI widmen. So, jetzt muss ich hier aufpassen. Muss ich hier gucken, dass ich diesen... Ich weiß gar nicht, die haben ja einen Namen, ne? Diese Raupen. Und das Blöde ist, wenn ich jetzt hochspringe und oben ist ein Gegner, dann würde ich diesen Gegner treffen. Also man muss hier wirklich aufpassen, wie man hier springt, wenn man die Flure entlang geht. Und da, diese Scheißviecher, ey. Jetzt hat er unten wieder so eine Tür aufgemacht. Ich laufe erstmal oben hin und erledige mal den Goomba. Zack. So. Oh, das wird knapp. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Ja. Da war der Kopf noch nicht erschienen und ich bin schon gesprungen. Das war der Fehler. Also ihr seht, die Stages werden jetzt ein bisschen schwieriger, weil die Gegner A mehr abkönnen und B eben auch wieder anfangen, Türen aufzumachen und wieder aufzutauchen. Also es hat schon Anspruch. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es ausschaut mit den anderen Hotels, die man eben bereist. Man könnte sagen, das Ganze ist so ein geistiger Vorgänger eines Luigi's Mansion. Ja, ich meine, hier gibt es auch Hotels. So, die Prämisse ist ja fast dieselbe. Aber ja, das ist Hotel Mario. So, jetzt mache ich den hier erstmal platt. Zack, jetzt muss ich da auf... Oh, das wird knapp. Ja, seht ihr? Da habe ich den oben berührt. Also, je nachdem, wie die Gegner stehen, ist das auch echt tricky und teilweise sogar ein bisschen frustig und unfair. Aber so ist eben das Spiel. Ich gebe dem Ganzen nochmal einen Versuch. Und dann, glaube ich, haben wir für den Moment zumindest erstmal genug gesehen von Hotel Mario. Das Coole ist, der Philips CDI hat intern Speicher. Nicht viel, ein paar Kbit. Aber es reicht, um so ein paar Safe Games drauf zu laden. Und von daher kann man hier auch schön speichern und dann eben zu einem anderen Zeitpunkt eben wieder neu starten, wenn man dann wieder Bock hat auf Hotel Mario. So. Der Bluetooth-Empfänger ist übrigens hervorragend, kann ich jedem empfehlen. War ein bisschen teuer, das muss man auch sagen. Es ist jetzt nicht günstig gewesen. Ich bin jetzt auf den Körper gesprungen, nicht auf den Kopf. Aber das macht es halt so viel einfacher, weil, wie gesagt, mit dieser CDI-Fernbedienung ist es halt ungemein frustig und schwierig und macht überhaupt keinen Spaß, Spiele zu spielen. Und es gibt sogar neue Games für den CDI. Ich habe mir jetzt die Tage durch Empfehlung von Christian von RetroPlays, habe ich mir ein brandneues CDI-Spiel gekauft, was erst vor einem halben Jahr erschienen ist. Ja, auch das gibt es. So. Genau, ich könnte streng genommen, wenn es jetzt eng wird, habe ich ganz vergessen, ich kann mich in den Räumen, die ich zumache, eigentlich auch verstecken. So ähnlich wie damals bei Black Hawk auf dem Super Nintendo, wo man sich so in coolen verstecken konnte. Da könnte ich jetzt quasi hingehen, die Raupe mal platt machen, wobei hier geht es eigentlich. Da kann ich jetzt einfach nur weglaufen und jetzt kommt einmal der Turtle wieder. Zack, 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 hoch. Muss ich hier wieder aufpassen. Ich glaube, ich gehe erstmal nach oben, hau da den Goomba weg und dann versuche ich es nochmal mit der Raupe. Jetzt sind wieder zwei aufgetaucht. Und jetzt oben ist ja noch ein Timer. Das heißt, man muss jetzt hier wirklich aufpassen, dass man auch noch auf die Zeit achtet. Also es ist wirklich ein bisschen tricky. Jetzt öffnet der gleich wahrscheinlich die anderen Türen. So, und ich muss jetzt hier erstmal den platt machen. Zack, jetzt schnell runter, bevor der oben wieder auftaucht. Und die tauchen hier auch wieder auf. Das ist unfassbar, wie schnell das geht.
Und dann habe ich den Arsch von ihm berührt und bin gestorben. Ja, das ist Hotel Mario für den CDI. Ist nicht mehr das günstigste Spiel, kostet in der Regel so 70 plus. Ich habe einen guten Deal geschossen mit dem Philips CDI, 10 Spielen. Und eins davon war eben nun mal Hotel Mario für 100. Also glaube ich, kann man nicht sagen. Da war auch Tetris dabei, muss ich sagen. Und Tetris auf dem CDI ist besonders, aber auch relativ witzig. So, das war es aber erstmal von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Der Pilz ist jetzt auch weg. Schade. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Ich werde jetzt wieder versuchen, ein bisschen kontinuierlicher auf AndiZockt Videos hochzuladen. Vor allem, weil es bei mir jetzt nicht mehr allzu stressig ist, privat. Und ich hoffentlich dann noch wieder ein bisschen mehr zum Spielen komme. Aber ja, mich würde jetzt natürlich eure Meinung zu Hotel Mario auf dem Philips CDI interessieren. Habt ihr es damals gespielt? Werden wahrscheinlich die wenigsten, weil der CDI damals halt irgendwie so alles sein wollte. Multimedia-System, Videoplayer, CD-Player, Spielekonsole und nichts davon irgendwie gut gemacht hat. Aber es ist ein Kuriosum und vielleicht gibt es ja hier den einen oder anderen CDI-Fan, der die Konsole besessen hat. Dann gerne raus damit und wir quatschen da ein bisschen drüber. Ansonsten bin ich jetzt erstmal weg hier vom Zweitkanal an die Zockt. Schaut gerne mal bei Spielwelten vorbei. Da gibt es wie immer neuen Stuff und ich bin wieder gestorben und das ist ein guter Moment, um Tschüss zu sagen. So, macht's gut.